Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Chartcheck. Die Aktie der Commerzbank gerät heute deutlich unter Druck. Minus 1,2% auf 13,13 Euro. Am Donnerstag gab es ja eine etwas durchwachsene Einstufung von Bankhaus Lampe. Die Analysten haben das Kursziel zwar von 11 auf 12 Euro erhöht, ihre Halteempfehlung aber in eine Verkaufenempfehlung umgewandelt. Verkaufen vor allem wegen des jüngsten starken Anstiegs der Commerzbank-Aktie. Diese Woche war, wie Sie sehen, sehr durchwachsen für die doch recht verwöhnte Aktie in letzter Zeit, vor allem im Vergleich zur letzten Woche. Da ging es ja rasant nach oben. Jetzt sind wir hier eindeutig im Konsolidierungsmodus, aber der mittelfristige Aufwärtstrend der Aktie kann das noch ganz gut verkraften. Aktie notiert ja auch noch über wichtigen horizontalen Unterstützungen, so zum Beispiel hier über allen wichtigen Marken, die wir in letzter Zeit außer Kraft gesetzt haben, ganz klar über 12 Euro, natürlich auch noch über 13 Euro, 14 Euro, das hat leider nicht geklappt, das wird anscheinend doch etwas heftiger für die Aktie werden, aber Sie sehen auch, dass die Aktie zu dem Aufwärtstrend sogar noch ein bisschen Luft hat. Also rein charttechnisch ist hier alles noch okay. Wobei man bei der Commerzbank natürlich immer wieder sagen muss, enge Stops setzen, nichts für risikoscheue Anleger. Aber ansonsten kann man damit dann durchaus seinen Spaß haben. Die Aktie von E.ON ist heute leicht im Plus unterwegs. 0,4% klettert sie nach oben bis auf 13,89 Euro. Hier gibt es ein Rating von Kepler Chevreux. Die Analysten sagen Reduce, also aus dem Depot herausnehmen und hat das Kursziel bei 11 Euro belassen, also eher Abwärtspotenzial. Außerdem haben die Analysten eine Angst der Aktionäre geschürt, und zwar, dass die Dividende eventuell herabgesetzt wird. Und das ist ja eins der großen Argumente für die E.ON-Aktie. Hat ja, falls die Dividende nicht herabgesetzt wird in diesem Jahr, würde es bei einer Dividendenrendite von 4,7% bleiben. Und da hat kein anderer DAX-Wert mehr. Das heißt, das wäre natürlich schon tragisch für die Anleger, falls das tatsächlich ausfallen sollte. Heute haben die Anleger davor anscheinend noch keine Angst. Die Aktie nimmt auch schon wieder die 14-Euro-Marke ins Visier. Da ist sie in den letzten Wochen und Monaten immer wieder dran gescheitert, weswegen wir es hier im Großen und Ganzen auch mit einer Seitwärtsbewegung zu tun haben. Was nicht besonders positiv ist, ist dieser Bereich hier. Sie sehen, der 38-Tage-Trend, der pinke Trend, hat den 90-Tage-Trend nach unten durchschritten. Das ist eigentlich ein Verkaufssignal, wenn der kurzfristige Trend den langfristigen nach unten verlässt. Trotzdem die Aktie weiterhin leicht im Aufwärtsimpuls, aber eine absolut durchwachsene Angelegenheit. 14 Euro, wenn die nicht nachhaltig fallen, dann wäre sowieso jetzt erstmal die Lage relativ neutral, also nicht berauschend, kann man sagen. Hier auch nochmal natürlich ein Blick auf den Langfristchart. Der übergeordnete Abwärtstrend ist und bleibt nach wie vor intakt. Das ist natürlich eine ganz große Aufgabe für die Aktie, den zu entkräften. Aber wie Sie sehen, dafür fehlt ihr derzeit noch die Kraft. Und wenn dann auch noch die Angst vor einer verkürzten Dividende sich durchsetzt, dann könnte die Aktie weiterhin unter Druck geraten. Machen wir mit Microsoft weiter. Microsoft hat starke Zahlen vorgelegt, überraschend starke Zahlen, hat die Erwartungen der Analysten übertroffen. Und Sie sehen auch die Wahnsinnsreaktion im Frankfurter Handel. 3,5% klettert die Aktie hier in einem Rutsch nach oben bis auf 27,22 Euro. Hier hat sich besonders die Xbox bemerkbar gemacht. Die lag im Weihnachtsquartal wohl doch unter dem einen oder anderen Weihnachtsbaum. Also ist wirklich sehr gut gelaufen, das Geschäft mit der Spielekonsole. Und davon profitiert die Aktie gerade auch sehr stark. Wie gesagt, Aktie macht einen großen Satz nach oben und kratzt bereits hier am Widerstand bei 27,40 Euro. Da ist sie zuletzt ein paar Mal dran gescheitert, hat jetzt auch schon für ein zusätzliches Kaufsignal gesorgt, als sie den 38-Tage-Trend jetzt gerade ein bisschen entkräftet hat. Notiert hier auch noch schön über dem 90-Tage-Trend, obwohl der in den letzten Tagen öfter mal unter Beschuss stand. 26 Euro, diese Unterstützung hier, die ist aber erfolgreich verteidigt worden. Von daher kann man davon ausgehen, dass sich dieser Aufwärtstrend bei Microsoft auch grundsätzlich so fortsetzen wird. Natürlich wäre es jetzt ideal, wenn diese 28-Euro-Marke, 29 Euro, wenn die endlich mal nachhaltig fallen würden, dann würde eindeutig auch ein bisschen Schwung in die Kiste kommen. Hier natürlich auch nochmal ein Blick auf den langfristigen Chart der Microsoft-Aktie. Also im Großen und Ganzen haben wir es natürlich schon mit einem intakten Aufwärtstrend zu tun. Und wenn die Geschäfte so weiterlaufen, dann sollte das natürlich auch die Aktie weiter beflügeln.
Kommen wir zu einer nicht so erfreulichen Aktie. Nordex heute wieder stark unter Druck. Minus 2,7% verliert sie bis auf 9,78 Euro. Und Sie sehen es schon, wir sind leider wieder im einstelligen Bereich. Die 10-Euro-Marke ist verloren gegangen. Das ist wirklich bitter, weil diese hätte schon halten sollen. Muss jetzt nicht unbedingt ein dramatischer Beinbruch sein, aber das macht sich doch jetzt sehr deutlich im Chart bemerkbar. Damals, als wir hier unter die 10-Euro-Marke gefallen sind, hat das nochmal für deutlich Abwärtspotenzial gesorgt. Das könnte jetzt natürlich auch wieder der Fall sein, dass wir wieder bis in diesen Bereich hier rund um 8, 9 Euro zurückfallen. Das könnte durchaus passieren. Verkaufssignale haben wir hier gesehen. 90-Tage-Trend unterschritten, 38-Tage-Trend unterschritten und auch hier schon die Vorwarnung, als der 38-Tage-Trend den 90-Tage-Trend unterschritten hat, kurz nochmal aufgebäumt, bis an die 12-Euro-Marke sich vorgearbeitet, aber jetzt grandios gescheitert. Die Äußerung von Sigmar Gabriel zur geplanten Kürzung der Förderkürzung der Windkraft scheint doch noch schwerer zu wiegen, als es zwischenzeitlich mal den Anschein gemacht hat, weil die Aktie hat sich in der Woche ja auch ein bisschen erholt. Also wir sind wieder auf dem Stand, wie nach der letzten politischen Äußerungen. Also es sieht gerade nicht gut aus. Ob man jetzt die Reißleine schon unbedingt ziehen sollte, das ist echt wirklich schwierig zu beurteilen. Die 10-Euro-Marke hätte schon halten sollen. Wie gesagt, in diesem Bereich hier kann sie sich noch mal fangen. Das ist aber trotzdem jetzt gerade wirklich keine gute Entwicklung für die Aktie. Schauen wir zum Abschluss noch auf Sky Deutschland. Sky Deutschland heute mittlerweile auch wieder sehr schwach unterwegs. Hat eigentlich einen starken Handel begonnen, hat jetzt aber wieder deutlich eingebüßt. Minus 4,2% bis auf 7,23 Euro. Positiv daran ist aber, dass immerhin die 7-Euro-Marke gehalten hat. Eine wichtige Unterstützung für die Aktie befindet sich hier. Allerdings haben wir hier auch schon Verkaufssignale gesehen. 38-Tage-Trend nach unterschritten, 90-Tage-Trend nach unten unterschritten. Die Aktie ist ja auch aus ihrem Aufwärtstrend, aus ihrem übergeordneten Aufwärtstrend herausgefallen vor einiger Zeit. Das war natürlich ein zusätzliches Verkaufssignal. Das machen wir jetzt mal ganz ordentlich hier. Hier Anfang des Jahres aus dem Aufwärtstrend herausgefallen, gleich noch beschleunigt durch den Verlust der gleitenden Trends. Auf diesen Aufwärtstrend würden wir erst wieder ausspringen, wenn wir 8 Euro außer Kraft setzen. Ja, eigentlich sah es zwischenzeitlich ja heute, wie gesagt, sehr positiv aus. Das hat die Aktie jetzt leider nicht lange halten können. Sie hat sich leider alles schon wieder sehr verändert. Wie gesagt, 8 Euro würde die Lage wieder aufhellen. Bis dahin würde ich jetzt hier sagen, lieber nicht ins fallende Messer greifen. Ja, und das war der Chart-Check auch schon wieder für heute. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viele gute Handelsentscheidungen. Auf Wiedersehen.